Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Timber! Habe ich hier oben nicht Dinger gepflanzt? Wo sind die hin? Ha, na okay. Na, werden wir sehen. Wie wird sie? Kann ich die jetzt eigentlich entsorgen? Nein, kann ich noch nicht. Dann muss ich noch eine Stufe hoch. Stahl total. Was sagt denn unsere Mine? War eigentlich echt erfolgreich tatsächlich. Ist im ersten Jahr doch verhältnismäßig entspannt. Der erste Tag einer Jahreszeit ist ein super Stresstag und endet normalerweise damit, dass man auf dem Feld nicht ganz fertig zusammenbricht und einschläft nachts um zwei, weil du willst dann immer noch mehr, kaufst du 70.000 Milliarden Samen, muss alles umgraben, muss alles gießen. Tja. Nee, bin zufrieden, sieht gut aus. Gut, Energie ist auch fast leer. Dann gehen wir einfach in die Haie, wa? Gehen wir einfach Haie machen, schalalalala. Gehen wir einfach Haie machen, schalalalala. Mitten am Tage quasi ins Bett. Schöne Sache das. Ach ja. Die Feldarbeit. Sehr entspannte Sache. Bam, 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 bam. Ich glaube auch tatsächlich, wir haben gerade gar nicht mehr groß was Besseres vor, als in die Mine zu gehen, ne? Dann können wir nochmal ein bisschen Kupfer jagen gehen. Ich darf das nicht wieder vergessen, darf nicht wieder direkt unten bei der Kohle einsteigen. Beziehungsweise beim Eisen, sondern erstmal. Das war kacke. Sondern erstmal so, dass wir noch Kupfer bekommen. Weil daran mangelt es uns gerade. Ich würde gerne ein paar mehr Bäume anzapfen. Und ja, dann haben wir ja gelernt von die andere. Sag mal! Was ist denn hier los? Dass die Robin ja auch Kupfer braucht und ein bisschen Kupfer fehlt uns. Schwing. Schwang. Schwung. Sag mal. Seitwärts gießen ist einfach die Pest am Arsch. Na gut. Huch. Ja, dann bin ich auch noch dumm. Hat der Typ jetzt ja eigentlich die Dinger aufgestellt? Da sind sie, die Fledermäuse. Okay. Haben nur noch nicht gebracht. Halt, stopp. Nee, falsch. So. Das geht ja so nicht. Schandfleck der Gesellschaft. Okay, dann schmeißen wir aber die Sachen hier erstmal rein, weil wir sind jung und brauchen den Platz. So. So. Aber vier Lachsbären ist ein bisschen wenig zum in die Mine gehen. Wir machen mal einen kleinen Umweg. Vielleicht finden wir unterwegs noch hier Sachen. Einmal nix. Ach, die Dings haben auch Kupfer gebraucht, ne? Hier der, nee, der hat Gold gebraucht, der Kohlebrennerhaufen, okay. Edelwicke, konnte man die essen? Nee, nur eine doofe Blume, toll. Klasse. Wie nutzlos Blumen sind, wenn man keine Bienen hat, ey. Übrigens, ich habe jetzt endlich mal nachgeschaut. Kostet 5 Euro der Soundtrack. 70 Tracks, über 2 Stunden Musik. Geil. Richtig geil. Oh, hallo Robin. Tag. Ein Gebäude auf deinem Gebäude? Ja, ich habe dich gefragt. Ich wollte ein Silo bauen und du hast gesagt, nein, Finn, hau ab, hast du gesagt. Du hast nicht genug Kupfer, du Sag mal, Mensch. Das waren ihre Worte.
Und am nächsten Tag tut sie so, als wäre nichts gewesen. Da liegt eine Brombeere, na also. Gut, dann ist ein Weintraube sogar. Oh, oh la la. Ist nicht verkehrt. So, wir fangen mal hier an. Tag. Hör ich direkt die Mücke her. Schmücke, du Mücke. Larven. Tja, entlarvt, würde ich sagen. Das ist gar kein. Sag mal. Jetzt verpuppt die sich noch. Oh, noch Amethyst. Sweet. Ja, mach mal. Zieh mal deine Runde, du Mücke. So, hier war schon mal gar kein Kupfer. Ist okay. Aber viele Insekten. Und wir brauchen ja noch. Brauchen ja noch ein paar für das Achievement da von der Abenteuergilde. Ich glaube, da gab es auch noch mal ein Schwert zu gewinnen. Für, wenn ich mich recht erinnere. Weiß nur nicht, ob das jetzt noch nützlich ist für uns. Oder ob unseres schon besser ist. Was ist denn hier los? Herr Krebs, hä? Dachtest du, du könntest mich verarschen, du Krebs, du. So, aber eigentlich sind wir ja hier in diesen oberen Gefilden für Kupfer. Und ich habe noch nicht ein einziges Kupfer gesehen. Doch, da! Kupfer, not even once. Da, und noch Maden in rauen Mengen. Ihr Maden! Auf sie mit Gebrüll! Nehmt dies! Hat sie. Monsterjagdziel erreicht. Historisches Saatgut. Deine Mutter sein Gesicht. Historisches Saatgut. Historisches Saatgut. Historisches Saatgut. Historisch dieses Saatgut. Historisches Saatgut. Das sehen wir so toll. Historisches Saatgut. Das finden wir so toll. Geilometer. So. Haben wir natürlich verhältnismäßig wenig Geld, aber ist egal. Oh, wir müssen raus. Wir müssen dringend raus. Wir haben noch ein paar Wege jetzt vor uns. Ja, ist ja gut. Wir müssen dringend raus. Das historische Saatgut ändert alles. Oh, ihr geht mir so auf den Sack. Ich haue ab. Weg. Schnell. Hallo, guten Tag. Du bist der Falsche. Hier, von dir wollte ich. Na, gucke, Insektenkopfschwert, Stufe 6. 10 bis 20 und plus 2 Geschwindigkeit. Das ist besser. Das nehmen wir. Schwing. So, jetzt haben wir Geld. Ha, jetzt sind wir reich. Dicke Kohle, ja. Die fetten Kohlen. Ah, guck mal, wir haben Amethysten dabei. Wenn wir jetzt zufällig Abigail über den Weg laufen, können wir den Amethysten schenken. Oh, jetzt nicht noch verlaufen, Junge. Abigail. 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 Sieht lustig aus, der Insektenkopf. Ha! Spastisch. Was? Pierre, hör mal! Pierre, Tag. Ich bräuchte einmal Geschwindwachs. Hast du besseres noch? Nein. Hopp, Geschwindwachs. Geil. Geilo. Der Finn rastet völlig aus und wer von euch nicht Stardew Valley spielt, weiß gar nicht wieso. Das liegt am historischen Saatgut, weil historisches Saatgut ist ultra geil. Da kommt nämlich uralte Frucht raus und die ist ultra geil. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Edelwicke mag, die kleine Hayley. Deswegen schenke ich ihr die Vorsitzende mal nicht. Historisch dieses Saatgut. Blubbling, wunderbar. Uralte Samen. Geil.
Jetzt, wo wir uralte Samen haben, sollten wir vielleicht dann doch als erstes das Gewächshaus freischalten. Wobei die Minenloren sparen schon eine Menge Zeit. Halt! Ich bin noch unentschlossen. Aber. Weil das Coole an den uralten Samen ist, um das mal für alle Nichtkundigen zu verbreiten. Die Blume, die wir jetzt pflanzen, die braucht standardmäßig, deswegen habe ich extra den Dünger gekauft, den Geschwindwachsdünger, braucht standardmäßig 28 Tage, um auszuwachsen. Und wirft dann alle, ich glaube, 8 Tage Früchte. Und zwar durch alle 3 bepflanzbaren Jahreszeiten. So, nun weiß ja jedes Kind, dass im Winter nichts zu pflanzen ist. Aber im Gewächshaus wird es nie Winter. Im Gewächshaus ist für alle Blumen immer die perfekte, also für alles, was du pflanzen kannst, ist immer die perfekte Temperatur. Das heißt, wenn du wenn du das Gewächshaus vollknallst mit Blumen, also ich nenne sie jetzt mal uralte Früchte, die Gießkanne, die einfach für immer da stehen und alle 8 Tage eine Frucht bringen, die auch noch nicht mal wenig wert ist tatsächlich dabei, also die lohnt sich schon ziemlich, dann hast du einfach den Jackpot. Und das ist tatsächlich jetzt eine Sache, die mehr als nur ein bisschen prima finde. Und deswegen jetzt, wo wir schon uralte Saat haben... Ich habe vergessen, den scheiß Dünger zu benutzen. Ich gebe 1.100 Gold aus für Geschwindwachs und vergesse, den zu benutzen. Ich spacko. So, das würde bedeuten, wenn wir dann das Gewächshaus aufgebaut haben, können wir anfangen, da reinzupflanzen, den Kack. Und dann sind wir auf der Straße nach Jerusalem. Also, na, nicht ganz. Nach Eldorado vielleicht. Ja, Eldorado trifft's eher. So, wir haben ja 5 Kupferbarren. Hä, bin ich doof? Aber wir haben überhaupt keine Kohle mehr jetzt. Na gut. Ja, machen wir genauso. Gehen jetzt einfach nochmal ein bisschen Holz hacken, weil der Tag noch nicht so doll vorbei ist. Und wir sogar noch Energie übrig haben. Und Holz kann man immer gebrauchen. Gerade wenn man eventuell demnächst mal die Kohle, so Kohledinger aufstellen will, brauchen wir einen rauen Mengenholz, weil die machen aus 10 Holz eine Kohle. Huch. Ich denke, wir sollten hier unten auch noch mal ein bisschen was nachpflanzen. Sollten wir tun. Timber. Ja, glaube, sollten wir tun. Bei mir ist es auf meiner ersten Farm passiert, auf meinem Hauptspielstand, wo ich halt dann einfach irgendwann alles abgeholzt habe, weil ich das schöner fand, meine Farm sauber zu haben, und dann stehst du da und brauchst spontan nochmal, weil du was bauen willst bei der Robin, brauchst du spontan nochmal 200 Holz. So, und man kann hier zwar überall außenrum Holz hacken. Außerhalb der Farm, wisst ihr, wo man im Wald und so. Aber das ist nicht so furchtbar viel. Und dann stehst du da, brauchst 200 Holz und hast nichts. Ärgerlich. Deswegen pflanzen wir lieber gleich mal ein bisschen was nach. Und hier, das müssen wir noch ordentlich machen. Da machen wir, ja, das machen wir ordentlich. Schwupp, schwupp. Aber da warten wir erstmal, bis das da alles ausgewachsen ist, bis wir da ein paar Samen rausgeholt haben, bis wir da ordentlich was anpflanzen können auch. Was brauchen wir denn am meisten eigentlich? Was war das? Ach, ist der 3. Tag im Sommer. Ja. Ein Erdbeben. Kikriki. Jetzt ist oben das Spa offen. Und der Bahnhof. Hopp.
Finde die Tasche. Das ist so peinlich. Meine violetten Glücksshorts. Ach so, ja. Ich sage dir das, wo ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bring sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut. Danke, Bürgermeister Lewis. Ja, ja. Gut. Haben wir gestern gar kein Geld verdient? Nee, wa? Wieder noch. Wovon denn? Nein! Do! Vergossen. Die Tre- Was? Schon wieder leer. Immer leer, die Gießkanne. La Gießkanne. Ja. Achso, nee, nicht von der Seite. Ich mach immer denselben Fehler. Sehr, sehr gut. Ist ein gutes Gut. So, und wir wollen es tatsächlich auch ein bisschen schön haben hier. So. Und so. Das klappt so nicht, wa? Mann, freut mich auf Sprinkler, Leute. Gut. Gut. Wusste ich. Wusste, dass er das sagt. Jetzt hätte ich aber fast vergessen, die zu gießen, auch die Blume hier. Den Sommerschmuck. Guti. Da ärgere ich mich drüber, dass ich das vergessen habe, ey. Oh ja. Bop, bop, bop. Ein Erdbeergelee, zwei eingelegte Blumenkohls. Prima. Jetzt ist die Frage. Möchte eigentlich die Erdbeeren nicht weiter ausschöpfen? Möchte die Weintraube und die Lachsbeere, die brauchen wir auch für die Mine? Ha. Gut. Dann gucken wir mal heute Abend. Ah, das ist richtig gut. Ja, ja, hör auf zu leuchten. Das mit dem Spa ist richtig gut, weil das liegt auch tatsächlich... Hätte es, wenn wir richtig rumgegangen wären, quasi auf dem Weg zur Mine gelegen. Irgendwie unspektakulär hier das Joja-Waren. Das habe ich mir schöner vorgestellt. Also, natürlich nicht schöner, aber irgendwie... Eventiger. Jetzt ist das da halt einfach und jetzt sind da... Da sind nicht mal die Wände repariert und nix. Einfach nur in das olle Ding die Sachen reingestellt. Obwohl er großkotzig angedeutet hat, er würde das, das abreißen. Und Bürgermeister... Oh, hier kann man aber gut Blumen. Bürgermeister Lewis war... Oh, der reißt das ab und... jetzt gehen wir ins Spa hier. Das ist das Beste hier. Passt mal auf, was wir gleich machen. So, hier zieht man sich um. Schöne schwarze... Badehose, passend zur Sonnenbrille. Schwupp. So, wenn man jetzt hier chillt, geht die Energie hoch wieder. Geil, ne? Ja, 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 aber wenn man sich bewegt, nicht mehr. Das finde ich ein bisschen doof. Finde ich ein bisschen schade. Ich würde hier gerne eine Runde schwimmen oder so, aber wenn man schwimmt, dann geht die Energie halt nicht hoch. Ich habe beim ersten Mal, als ich jetzt neulich gespielt habe, ich habe vor 1000 Jahren, als das Spiel neu war oder was, hatte ich, mir auch Let's Play angeguckt. Und ich habe mich erinnert, dass hier irgendwas war. Und bin halt ins Wasser rein, bin eine Runde geschwommen, bin wieder raus und dachte, hä? Das ist das Beste. Du versuchst angezogen zu duschen. Man kommt gar nicht unangezogen zur Dusche. Das ist leider traurig. Ja, wisst ihr, was ich meine? So, bin ich hier einmal eine Runde geschwommen und meine Energie ist nicht vollgegangen. Und ich dachte, denke, hä? War da nicht was? Naja, gut, dann halt nicht. Und irgendwo hatte ich das dann nochmal gelesen, dass man stillhalten muss halt einfach. Oh, prähistorischer Schädel, schön. Hast einen ziemlich prähistorischen Schädel, prähistorischer Schädel. Gehen wir nochmal, ja, wir gehen tatsächlich nochmal auf Kupfer. Brauchen noch mehr Kupfer.
Aha. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, guten Tag. Na, du Krebs? Genast. Oh, Cherry Bomb. Gut. Sehr, sehr gut. Ich knall mir ja gleich hin. Ah, hier wäre besser gewesen, glaube ich. What? What? Kommt ihr denn jetzt her? Vom Duft der Kirschbombe angelockt, oder was? Ja, genatzt. Habe ich da gerade Eisen aus dem Stein bekommen? Im Kupferlevel? Okay. Oh, schleimig schon wieder hier. Schleimig, jedoch vitaminreich. Hallo. Was ist denn das für ein weißer Riesenschleim? Kenne ich ja gar nicht. Ein sehr, sehr gutes Schwert. Bin ich sehr zufrieden mit. Das war gammelig hier. Ah, hier haben wir Buddler. Die droppen auch irgendwas Cooles, glaube ich. Habe ich auch vergessen. Ha, ihr Würmer. Nochmal zwei Buddler. Komm her. Autsch. Mit dem Fuß gebuddelt. Süßkartoffel? Cool. So, ich glaube, das war's hier, ne? Wollen wir noch mal ein bisschen umgraben? Ah, da ist er. Hat ihn. Ich finde das immer so verlockend hier, dieses große Feld. Immer so die Hoffnung, dass man da mal was Geiles findet. Gibt nämlich was ziemlich Geiles zu finden. Und dann brauchen wir auch einen Hühnerstall. Ich weiß nicht, ob ich das schon spoilern soll. Aber das habe ich in meinem eigenen auch noch nicht gefunden. Habe ich nur von gelesen bisher. Aber das soll man hier unter anderem hier in diesem Minengebuddel finden. Deswegen buddel ich hier gerne in der Mine. Weil wir eigentlich auf der Suche nach Kupfer und Kohle sind, ne? Das heißt, wir müssten hier jetzt schnell durch, damit wir noch, bevor wir schlafen gehen müssen, ins Kohlegebiet kommen. Naja. Man wird ja aber noch hoffen dürfen. Eine Geode. Und runter damit. Oh, Erdkristall. Hallo, Tag. Aua. Die Erdkristalle brauchen wir gar nicht aufheben, fällt mir gerade auf. Ich habe die ja aufgehoben zu Hause in der Kiste für Mayonnaise-Maschinen. Aber wir haben uns ja gegen Mayonnaise entschieden. Ah. Können wir die auch verkloppen? Gut. Sehr, sehr gut. Irgendwie mager mit dem Kupfer, ey. Vielleicht haben wir einfach keinen Glückstag. So, die Schriftrolle schmeiße ich direkt raus. Tschüss. Ein Gold, ey. Mit Spinne. Was ist denn mit dem Kupfer los? Hier gibt es tatsächlich nichts, wa? Doch. Ach, meckern muss man. Sehr gut. Immer, immer meckern muss man. Schön. Ah, da unten ist sogar nochmal. Sehr, sehr gut. Her mit dem Kupfer. Showing. Huch. Gehen wir aber hier rechts noch einmal gucken, ob hier nochmal Kupfer liegt. Nein? Okay. Ich verzeihe dir, Herr Spiel. Aber Quarz viel. Aber dieses Kupfer, da lassen wir nicht liegen. Da drüben nochmal? Nö, dann gehen wir direkt runter. Das ist ja Zeitverschwendung hier.
Nee. Ja, Mückennebel hier. Du Mücke. Hi. Hat er. Kupfi. Manu, immer von hinten. Boah. Du wolltest Kupfer. Ah, wollte mich gerade beschweren, dass der Nebel immer noch nicht vorbei ist. 17.000 Mücken abgemurkst, immer noch Nebel. Spät haben wir es, 19.40 Uhr, bisschen Energie haben wir auch noch, ist okay. Ist okay, klappt ganz gut. Sagt mit Geld, zu wenig, wa? Ja. Ich hätte tatsächlich gerne, bis zum Winter hätte ich tatsächlich gerne schon mal einen Stall mit Kühen. Denn es ist tatsächlich so eine Sache, wenn man im Winter nicht viel anpflanzen kann, müssen wir irgendwie ein bisschen Einkommen generieren und Kühe lohnen. Die kosten halt auch die eine oder andere Mark. Was sollte der Stall kosten? 6.000, ne? 6.000, paar Kühe rein, ja, sind wir auch bei 12.000 oder was? Natürlich stellt sich natürlich die große Frage. Dann gönnen wir uns mal hier noch so eine Lachsbeere, damit wir die Treppe noch finden hier. Stellt sich natürlich die Frage, ob wir nicht dann doch jetzt, wo wir den uralten Samen haben, dann direkt ins Gewächshaus investieren. Wobei, das lohnt sich ja auch erst, wenn wir aus dem uralten, aus der uralten Frucht, die da rauskommt, noch mehr Samen machen können. Und dafür brauchen wir halt die Samenmachmaschine. Den Entsamer. Den Absamer sozusagen. Tja. Und den, wann kriegt man den denn? Feldarbeitsstufe, schlag mich tot. Das heißt, wir müssen noch unsere Felder mehr bestellen. Bei Lieferando. Ich hätte gerne drei Felder. Dreimal das Feld bestellt. Oh, Waldschwert. Das ist ein ziemlich waldiges Schwert, Waldschwert. Das ist aber kackiger. Das ist kackiger als unseres. Tja, schade ein bisschen. Haben wir nochmal Kupfer? Nö, nee, haben wir einen Topas. Ich glaube, der gibt 250. Den nehmen wir mit. Und zwar anstatt der Fasern. Ja, 23 Kupfer hätte ich mir mehr gewünscht. War aber echt mager mit dem Kupfer. Wir gucken mal noch schnell in die 31, ist ja noch früh. Aha. Aha, Herr Kupfer, hast du gedacht, kannst dich ja auf Stufe 31 verstecken, weil der Finn sowieso nur bis zur 30 geht, wa? Ja. Oder der Finn dich verarscht, Herr Kupfer. Das hätte er so gedacht. Ja, hier ist sogar nochmal eins. Ich dachte, ich find's nicht. Und zur Strafe grabe ich jetzt ja nochmal um. Okay. Kommt, wir gehen nach Hause, Leute. Wir haben genug die Mine gequält, das arme Ding. So. Hoch, warte. Dieses Kupfer da drüben nehmen wir noch mit. Wir müssen ja nicht übertreiben. So. Schöne Sache, das. Hopp, Mine verlassen. Nach Hause. Ja, mit Minenkarren reparieren ist man natürlich schneller zu Hause. Aber oh. Bin unentschlossen. Gut.
Kleiner Piepmatz. Wo ist noch ein Piep? Wow, nur zweimal Kohle. Lächerlich. Lächerlich. Okay, ich glaube, Kupfer sind wir erstmal okay. Dann können wir nächstes Mal wieder Kohle sammeln gehen. Können wir nächstes Mal wieder die Kohle sammeln gehen. Und die brauchen wir überhaupt nie wieder. Topas hatten wir schon beim Günther, ne? Ja. Okay. So, dann schmieren wir hier noch schnell die Sachen alle in die Truhe. Dies, das, jenes, solches. Lass uns mal direkt alles wieder mitnehmen. Krabbe? Wo ist die her? Gehen wir nämlich morgen direkt zu Gunther und zu dem anderen. Zu Clint. Und dann können wir auch so machen und so und so. So. Erdkristalle können weg. Topas kann weg. Ja. Genau so und nicht anders. Und jetzt hätte ich direkt die Gießkanne auch wieder mit rausnehmen können. Naja. Dumm ist, wenn man es trotzdem macht. Kampfstufe 4. Kriegerring. Wunderbar. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass unsere Einmachfässer jetzt gerade leer stehen, aber... Ja. Aber ja. Versteht ihr. Upp, upp. Das war schlau, ne? Wenn man nämlich links klickt, wenn man gerade in so einem Kistending ist, dann legt man es automatisch wieder weg. Und ich hab's eigentlich, ich wollte es eigentlich dann woanders hinlegen hier und papp, mal wieder weg. So, dann nehmen wir auch mit. Gut. Gut, gut. Gut. Oh, alle. Leer. So, alles schön gegossen. Einfach so entspannt. Habe ich erzählt? Ja, habe ich erzählt. Musste gerade wieder an den Soundtrack denken. 5 Euro bei Steam. Einfach geil. Einfach geil. Da habe ich nicht lange genug gedrückt gehalten. Traurig. Leer schon wieder. Sachen sind hier los. Guti. Haben wir noch mehr Geoden? Nein. Okay. Warte mal. So, können wir jetzt die Süßkartoffel da mal einlegen. Krebs, komm hier rein. Hab ich alles? Hat alles. Ach, wir gehen immer oben rum. Ja, so machen wir's. Huch. Ja, wir gehen schön zu Robin, das Silo in Auftrag geben. Aha, Gewürzbeere. Wusste ich. Das Silo in Auftrag geben und... Dann gehen wir zu Clint, unsere Geoden aufbrechen. Und dann gehen wir zu Gunther ins Museum. Und dann... Weiß ich nicht, was wir dann machen. Soweit habe ich noch nicht geplant. Guten Tag, Frau Robin. Ich grüße Sie. Ich möchte ein Hofgebäude errichten, bitte.
Und zwar ein Silo. Und zwar. Ich glaube, hier drüben stört das niemanden. Glaube, hier drüben stört das niemanden. Da. Oh, das ist doch ein prima Platz für ein Silo. Ist doch wie gemacht für ein Silo. Bam. Geil. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, in einem neuen Hofgebäude, Silo, zu arbeiten. Supi. Vielen Dank, liebster Robin. Mach schön. Gibt's eigentlich eine Mod, mit der man die verheirateten Leute auch daten kann? Robin mag ich gern. Was mache ich denn hier? Ich laufe hier diesen Weg lang und da stehen überall Edelwicken. Tz, der Finne. Meins. Alles mein. Sieht da sogar eine goldene, die ist bestimmt 50 wert. Ist aber auch eine CD, wie unnütz. Bürgermeister Louis! Ey, er hat geguckt! Was? Also hat das sonst geklappt? Hör auf damit, das ist ja eklig. Hat ihm nicht gefallen, dass ich in seinem Müll gewühlt habe. Naja. Gut, dass wir eh keine Freunde werden wollen, Bürgermeister Louis. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, wir müssen noch mehr angeln. Ah, wir gucken mal. So, zwei gefrorene Geoden. Yes, geil. Stein, habe ich mir schon mal gewünscht. Earth Crystal. Kann ich ihm eigentlich, so wie ich Pierre, meine Essens. Oh, Pyrit haben, hatten wir noch nicht. Alamit hatten wir auch noch nicht. Okay, cool. Doch, die hätten wir schon gehabt. Kann ich ihm? Kann ich ihm? Ich kann ihm auch meinen Quatsch direkt aufs Auge drücken. Gut. Ich bin so doof. Ich habe immer, wenn ich Taschen voll hatte, bin ich dann nach Hause, habe die zu Hause in die Kiste gelegt, anstatt ihm das direkt zu verkaufen wieder. Mongo Finn. Krasser, dummer Finn. Hi. So, Gunther, da drüben und da und hier. Ach, guck mal, hier drüben ist auch noch was. Warte mal, leg mal die Knochen hier drüben zusammen wenigstens. So, gut. Wir haben Günther wieder die Hucke voll geschenkt hier. Wow. Krass geiler Scheiß. Möbel. Möbel sind meine Lieblingsmöbel. Quasi zum Vermöbeln. Yippie, was ist denn hier los? Eine Versammlung am Strand? Gibt's hier was umsonst? Drei Leute gleichzeitig am Strand habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Habt ihr noch nie erlebt? Aha. Gut. Gut. Ja, ich wollte einfach, wenn wir eh gerade zu Fuß hier so eine Tour machen, können wir einfach mal den heißen Scheiß alles looten und. Aha. Eine Auster. Das ist eine Herzmuschel natürlich. Lilei Lippilu. Huch. Weiß noch gar nicht, oh Verzeihung. Weiß noch gar nicht, wie wir mit dem Angeln weiter umgehen wollen. Ich habe echt irgendwie überhaupt keine Lust aufs Angeln. Hallo Lea, grüß dich Lea. Na Lea, wie geht's dir Lea? Wirklich haben wir ja. Mach's gut, Lea. Ich mag Lea. Tja. Ohne Platz, bisschen? Bisschen. Oh la la, ist ja schon wieder spät. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, oh ja, ist auch im echten Leben schon wieder spät. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr zugesehen habt. Und ich würde dann den Tag ohne euch jetzt noch zu Ende bringen. Einfach so. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische wieder.
Also sowohl morgen hier als auch morgen im Let's Play. Also doppelt Morgenception. Morgen Freemanception sozusagen. Und kann man diese Büsche hier eigentlich auch töten? Nö. Ja, Gewürzbeere. Schwing. Gut. Wow. Ja. Viel stelle ich jetzt eh nicht mehr an. Nee, überhaupt noch irgendwas. Ach, na kommt. Dann überziehen wir jetzt halt ein bisschen. Weil ich tatsächlich, glaube ich, nicht mehr sonderlich viel anstelle. Wir gehen jetzt noch die Gewürzbeere in den Häcksler schmeißen, die Edelwicken verkaufen, Futonbeeren und den Kristall aufstellen und dann war's das, glaube ich, für den Tag. Ich glaube, so machen wir das. Den Schmunz ist hier, verkaufen wir alles. Die Gewürzbeeren schmeißen wir hier rein, einfach nur damit die Fässer nicht leer stehen. Die Venusmuscheln müssen wir jetzt aufheben, weil wir gelernt haben, dass wir mit denen den Geschwindwachs machen können. So, obwohl eigentlich, ich habe noch zu viel Energie und es ist zu früh, um ins Bett zu gehen. Irgendwas muss man dann immer noch machen. Das finde ich immer ärgerlich. Das mache ich dann aber ohne euch. Wir haben jetzt alles gemacht, was interessant ist. Also, ja, interessant, wow. Aber was relevant ist. Und dann gehe ich halt, als ob man jetzt offscreen irgendwas farmen geht in irgendeinem Spiel. So machen wir das jetzt. Können ja mal, ja genau. Ich habe gesehen, draußen war auch viel so Gewächs. Können wir mal die Sense mitnehmen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen gemischte Saat. Können unser Feld erweitern. Vielleicht auch nicht verkehrt. Aber das werdet ihr morgen früh sehen. So, jetzt nämlich Schluss. Das Gras möchte ich eigentlich noch nicht abschlagen hier, weil wenn wir gerade die Robin und das Ding am Bauen haben, dann kriegen wir da Bums für. Oh, wir haben jetzt Eisen auf unserer kleinen Mine hier. Sweet. Das finde ich unterstützenswert. Weil wir gerade immer noch ein bisschen wenig Kupfer haben, ne? Na gut, aber Eisen ist ja das Nächste, was so aufkommt. Also, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es heißt Let's Play Stardew Valley. Tschüssli Müsli.